Erkrankungen des Herzens und der Lunge sind die Ursache für mehr als 50% aller Todesfälle weltweit, Tendenz steigend. An drei Standorten Frankfurt, Gießen, Bad Nauheim erforscht der Exzellenzcluster kardiopulmonales Gefäßsystem beide Krankheitskomplexe in ihrem Zusammenhang. Denn diese sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich wechselseitig. Am Frankfurter Uniklinikum kann der Kardiologe Professor Zeyer Patienten mit einem Herzinfarkt durch die Stammzelltherapie helfen. Dabei werden Stammzellen aus dem Hüftknochen entnommen, im Labor aufbereitet und danach in das vom Infarkt betroffene Herzkranzgefäß eingebracht. Die Stammzellen tragen dann zu einer Regeneration des Herzens und der Gefäßneubildung bei. Die Patienten spüren eine bessere Leistungsfähigkeit und erlangen so wieder eine höhere Lebensqualität. Die Erfolge des Clusters bei der Therapie von Herzerkrankungen stehen in einem engen Zusammenhang mit der Behandlung von Lungenkrankheiten. Sodass sich damit natürlich eine Reihe von Synergien, das heißt von gemeinsam anzustrebenden Untersuchungen ergeben. Und wir persönlich hier in Frankfurt als Kardiologen sind wirklich sehr, sehr froh, mit den Gießener Kollegen, die weltweit führend im Bereich der Lungenforschung sind, damit einen schlagkräftigen Forschungsverbund gegründet zu haben. Am Standort Gießen behandelt Professor Seeger Patienten mit schweren Lungenerkrankungen. Auch er profitiert von der interdisziplinären Arbeitsweise des Clusters. Am ECCPS wird standortübergreifend, Frankfurt, Gießen, Bad Nauheim, organübergreifend, das heißt Herz und Lunge betreffend, und disziplinübergreifend, also in einer Kooperation von Grundlagenforschern und klinischen Forschern, Medizinern, Biologen und Naturwissenschaftlern zusammengearbeitet. Jetzt kommt wieder erneut die Verschlussklappe. Die außergewöhnlichen Erfolge des Clusters helfen Patienten weltweit. In Gießen wurden auf dem Gebiet des Lungenhochdrucks, einer ansonsten tödlichen Erkrankung, mehrere Therapiekonzepte entwickelt, die mittlerweile weltweit eingeführt wurden und die wirklich eine Verbesserung der körperlichen Belastbarkeit und der Überlebensrate dieser Patienten gebracht haben. Das translationale Konzept des Clusters schlägt die Brücke von den molekularen Grundlagen der Krankheit bis hin zu klinischen Studien. Vom Labor bis zum Patienten. Am Max-Planck-Institut in Bad Nauheim wird am Wassermolch geforscht, denn er besitzt eine besonders ausgeprägte Fähigkeit zur Organregeneration, die bei Säugetieren nicht vorkommt. Der Molch ist dazu in der Lage, beschädigtes Gewebe, sogar ein verletztes Herz, innerhalb weniger Wochen komplett zu regenerieren. Diese Fähigkeit möchten die Forscher der Gruppe von Professor Braun am liebsten auch dem Menschen ermöglichen. Ein hochambitioniertes und langfristiges Ziel. Grundlagenforschung dauert. Sie lässt sich nicht innerhalb kürzester Zeit in therapeutische Anwendung überführen, sondern es ist ein jahrelanger, manchmal jahrzehntelanger Prozess, bevor Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung tatsächlich auch in einer klinischen, einer therapeutischen Anwendung münden. Diese Zeit muss man sich nehmen, man muss sorgfältig arbeiten, man muss diese Erkenntnisse erst generieren, die man anwenden will. Das ist auch ein Wahlspruch der Max-Planck-Gesellschaft, erst die Erkenntnis gewinnen, bevor man sie anwenden kann. Daran arbeiten wir. Einen entscheidenden Beitrag zum Erkenntnisgewinn leistet das LMD, das Laser Microdissection Mikroskop. Mit ihm ist es möglich, Relevantes von nicht relevantem Gewebe zu trennen und so aus einer heterogenen Struktur genau die zu untersuchende Gewebeart auszuschneiden. So erhalten die Forscher hochreine Proben, die sie molekularbiologisch auf krankhafte Veränderungen untersuchen. Ihre Ergebnisse können die Lungenforscher Professor Grimminger und Professor Gofrani dann im internationalen Kontext platzieren. So werden die Erkenntnisse des Clusters gemeinsam mit der weltweiten Wissenschaftscommunity weiterentwickelt, damit sie möglichst schnell beim Patienten ankommen. Diese Struktur macht uns zu strategischen Partnern auch großer Pharmakonzerne. Wir kommen jetzt an Medikamente und an Vorläufer von Medikamenten, die es international überhaupt noch nicht in Studien gibt. Und wir sind in der Lage, in unseren strategischen Allianzen mit der Pharmaindustrie Wertungen abzugeben, Hoffnungen zu formulieren und die besten Kandidaten aus der Pipeline dieser Industrieunternehmen herauszusortieren. Für mich ist ein fassbarer Vorteil der Clusterstruktur über diese internationale Sichtbarkeit, dass wir mittlerweile sehr gute Kooperationen mit Zentren in London, in Chicago und in Los Angeles haben, mit denen wir Daten austauschen können, Materialien, aber auch junge Wissenschaftler und dadurch einen Mehrgewinn für unsere eigene Forschungsstruktur haben. Zurück nach Frankfurt. Im Labor von Frau Professor Dimmeler werden Stammzellen für die Stammzelltherapie vorbereitet. Hat alles sehr gut geklappt. Und die Transfektion hat funktioniert?
Ich denke mal, das werden gute Ergebnisse sein. Die Molekularbiologin erforscht die Möglichkeit, diese Zellen zu optimieren, bevor sie von ihrem Kollegen, Herrn Professor Zeyer, dem Patienten im Rahmen der Stammzelltherapie wieder zurückgegeben werden. So schließt sich der Kreis und Grundlagenforschung kommt beim Patienten an. Ein ideales Beispiel für die translationale Philosophie des Exzellenzclusters. Eine Möglichkeit, die Zellen zu verbessern, besteht in der Nutzung von sogenannten MikroRNAs. MikroRNAs, das sind kleine Genschnipselchen. Und wir haben zeigen können, dass einzelne MikroRNAs tatsächlich die Zellfunktion oder das Zellüberleben beeinflussen können. Und nun ist die Idee, die Zellen mit MikroRNAs vorzubehandeln oder auch MikroRNA-Inhibitoren und dann deren Funktion zu verbessern. Frankfurt, Gießen, Bad Nauheim. Der Exzellenzcluster Kardiopulmonales Gefäßsystem ist unterwegs, um Spitzenforschung anzuwenden.